Von unserem Stellplatz in Lauersoog fahren wir entlang des Deiches nach Wierum. Hier erhoffen wir uns einen Stellplatz mit mehr Blick. Der frühere Fischerort lag auf einer Warft, wurde jedoch durch einen schweren Sturm 1893 zerstört. Heute schützt der Deich den Ort und die Kirche. Wir entschließen uns, weiter nach Dockum zu fahren und finden an der Bahnchegracht einen wunderschönen Stellplatz mit Blick auf eine Mühle. So was Romantisches hatten wir ja noch nicht. Hier an der Gracht ankern jede Menge Motorboote. Ah, die ist feige. Doch nicht, nein. Und wie man sieht, sind auch Stand-Up-Paddlers unterwegs. Um mit dem Boot in die Stadt zu kommen, muss man durch diese Klappbrücke fahren. Die Schiffer zahlen dafür 5 Euro. Guck mal hier, da werden jetzt die 5 Euro reingetan für das Brückengeld. Nach mehreren Minuten, die die Brücke für die Boote offen gehalten wird, wird sie dann schließlich auch für uns Fahrradfahrer wieder freigegeben und wir können in den Ort fahren. Dockum hat eine historische Innenstadt mit über 140 denkmalgeschützten Gebäuden. Die Innenstadt liegt wie auf einer Warft, mit einem Ring aus Grachten umgeben. Ein Wahnsinnsblick, toll, zum Verlieben. Das im ehemaligen Spätrenaissance-Stil erbaute Rathaus befindet sich direkt an einer Gracht. Nachdem das Rathaus im 19. Jahrhundert zu klein wurde, begann man 1835 mit einer umfangreichen Sanierung, wobei der Spätrenaissance-Baustil durch einen klassischen ersetzt wurde. Wenige Schritte vom Stadthaus entfernt liegt die Waage. Das Gebäude sieht dem Stadthaus sehr ähnlich, hat aber noch mehr spätgotische Elemente im Dachfirst. An den Grachten finden wir einige dieser wunderschönen Giebelhäuser der Stadt. Die Grachten nutzen die Kinder aber auch als Spielwiese und Freibad. Traut er sich jetzt oder nicht?
Duckum hat aber auch einen geistlich-historischen Background. Im Jahre 755 soll der heilige Bonifatius auf einer Pilgerreise hier als Märtyrer gestorben sein. Wunderschön ist der Blick an dieser Stelle, wo man entlang der Gracht die beiden Mühlen etwas erhöht stehen sieht. Am Abend stehen beiderseits der Gracht sehr viele Boote und ankern hier bzw. übernachten hier. Hübsch. Und so verabschieden wir uns von Duckum, von diesem herrlichen Stellplatz mit Blick auf die Mühle.